Moin Leute, wir sind hier im Elbsandsteingebirge und haben hier gerade auf der anderen Seite von Mügel so eine kleine Brücke entdeckt. Und da sind wir mal hier über so einen kleinen Weg rüber die Treppen lang und haben gesehen, dass hier so eine geile alte Tür ist. Und das sieht hier wirklich aus wie ein Lost Place. Du bist doch schmal. So, meine Sachen haben wir hingelegt. Nimmst du mir mal die Kamera? Was ist passiert? Das war ein Vogel. Nimm mir mal die Kamera ab, bitte. Ich versuche, ob ich auch durchkomme. Quer auf jeden Fall. Scheiße. War nichts. Alles gut. Klein, aber auf jeden Fall Lust. Hier geht es in die Ecke irgendwie. Ja, aber der Boden sieht auch irgendwie nicht so richtig gut aus. Ja, ist ein bisschen schon offen. Komm hier in die geile Aussicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich dem Boden vertrauen soll, wenn ich ehrlich bin. So eine kleine Burg. Bob ist hier beim Keller oder sowas. Na, da wo wir eben rübergegangen sind, da ging auf jeden Fall noch eine Treppe hoch. Wir müssen wirklich aufpassen. Das sieht aus, als hier noch eine Etage tiefer geht. Hier ist ein Balkon. Gewitter! Gut, dass wir drin sind. Das hört ihr gleich auf. Es geht hier nur einmal um die Ecke. Wie so ein Eiskeller quasi. Die Decke hast du schon gesehen? Oh, von hier ist richtig Stromanschluss. Ja. Die Ecke. Ist auch gleich vorbei. Aber es muss schon sehr alt sein. Ja, hier ist mal die Tür. Ja. Es ging auf jeden Fall um die Ecke rum und wieder hoch. Ja, da hatte ich hochgeguckt. Da konnte man auch lang gehen. Aber was gemauert ist auch noch. Ach, was, ne? Schön aus. Ich habe die Fenster gesehen von der Seite. Ja. Cool. Ich könnte mir immer von hier um die Ecke was sehen. Auf jeden Fall. Zu unserem Mann Urlaub. Eine kleine Entdeckung. Ein kleines Place. Da gehen wir jetzt mal hoch. Ja. Ich mache nochmal ein Foto. Ich gehe mich schon mal durch. Machst du mal gut. Nein, ich hab dich nicht fotografiert. Wie will ich denn durchgehen? Ich glaube, dass das da oben ein Turm ist, wo wir rauf können. Quasi ein Burgturm. Ja, wir gehen gleich mal gucken. War das hier gleich links um Ecke hoch? Ja. Wir können unsere Sachen hier liegen lassen.
Ja, sieht doch geil aus. Cool. So ein Plateau, ne? Ist jetzt das Gewitter? Ist schon wieder weg? Ja. Na wenn, wir wissen ja, wo wir rein können. Geil. Ist das jetzt oben drauf? Wie geil ist das denn? Guck mal, hier ist das Profil. Hammer, schön. Ja, das holt man später, das ist ein unbeiner Stromanschluss. Ja. Vielleicht haben die das mal so als kleine Gaststätte oder was? Keine Ahnung. Ach, das muss ja schon ewig her sein, ne? Also ich wollte mal da vorne raufgehen. Aber ich glaube, hier ist es ganz schön. Das ist nichts für Höhenängstliche. Also ich bin ja höhenängstlich. Gar nicht so. Und jetzt nicht das Handy fallen lassen. Nö. Nee. Krass. Das ist ein geiler Spot hier. Das ist eine verdammt schöne Aussicht hier oben. Aber der Himmel sieht cool aus, ne? Ja. Dafür, dass es eben noch gedonnert hat, scheint es sehr schnell zu ziehen, ne? Ja, schön, diese kleine Burgruine. Ja, dann wollen wir mal weiter gucken, was wir hier noch so entdecken. Sagen wir schon mal Tschüss. 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 Robert ist jetzt nicht mehr mitgekommen. Ich bin mal noch ein paar Stufen höher gegangen. Hier ist eine alte Brücke irgendwie. Wohin auch immer die führt. Wahrscheinlich komplett rüber aufs andere Plateau. Überall gehen ein paar Treppenstufen runter. Gucken, wo ich langkomme. Wo ich ankomme. In nichts. Das ist eine kleine Kohlebank. Tada! Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Hast du was Schönes gesehen? Ja, hier um die Ecke ist noch eine Steinbank. Vielleicht noch ein schönes Fotomotiv.